Nach Schmusepick, Schwiegertochter gesucht, Ingo klärt auf. Am Samstag verwirrte Ingo seine Fans ganz schön. Nachdem bekannt wurde, dass der Schwiegertochter gesucht Kultkandidat bei der aktuellen Staffel nicht mehr dabei sein wird, veröffentlichte der Langzeitsingle ein verdächtiges Foto auf Social Media. Sofort wurden gemunkelt, dass die fremde Dame in Arm der Grund für sein Show aus ist. Das ist aber nicht der Fall, wie der Strahlemann nun in einem Facebook-Video erklärte. Mit dabei war auch wieder die schöne Unbekannte. Ich möchte euch sagen, wir beide sind nicht zusammen, das enttäuscht vielleicht den einen oder anderen. Sie war nur zu meiner Einweihungspartie gekommen, teilte der romantische Rheinländer seinen Anhängern mit. Die beiden hätten sich schon vor 3 Jahren kennengelernt und seien seitdem gute Freunde. Das Kuschelfoto hatte große Wellen geschlagen, viele waren sich sicher, dass die beiden ein Paar sind. Dabei hat doch aktuell gar keine Zeit, sich zu binden. Denn der gelernte Holzarbeiter startete gerade seine Rap-Karriere und veröffentlichte sein erstes musikalisches Meisterwerk.